your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo, ich möchte euch heute meine Neuzugänge aus dem Monat August zeigen. Und obwohl 10 Bücher bei mir eingezogen sind, was ja schon eine gute Menge ist, war der August, was Bücher angeht, für mich doch ein recht sparsamer Monat. Ich habe ja einmal bei Büchertürne bestellt, da gab es ja auch ein Unpacking zu. Und das waren dann ja schon 5 Bücher, es war die Hälfte der Bücher, also die bei mir eingezogen ist. Dann habe ich 2 Bücher über Tauschticket ersteigert und ein Rezi-Exemplar bekommen und habe mir tatsächlich nur 2 Bücher neu oder zum Neupreis gekauft. Ja, ich glaube, so einen sparsamen Monat hatte ich, was Bücher anging, noch nie. Normalerweise sind die 10 Bücher so die Menge, die ich auch wirklich neu kaufe. Also es war echt ein bisschen verrückt diesen Monat, aber es sind auf jeden Fall ganz tolle Bücher dabei. Ich gucke, dass ich mich bei den Büchern von Büchertönen ein bisschen kürzer fasse, weil ich da im Unpacking ja schon einiges zu gesagt habe. Und wenn ich dran denke, ich hoffe, ich denke dran, verlinke ich euch das Unpacking dazu unten in der Infobox. Und ja, legen wir direkt mal los. Das erste Buch ist eins von denen, die ich über Tauschticket bekommen habe. Und zwar ist das von Sarah Shepard, die The Perfectionists, Lügen haben lange Beine. Ja, Sarah Shepard ist ja unter anderem auch die Autorin von Pretty Little Liars und ich finde, ja, man merkt das sofort, wenn man sich durchliest, worum es in diesem Buch hier geht. Hier geht es nämlich um 4 Mädchen, die eigentlich nichts gemeinsam haben, außer der Tatsache, dass ihnen allen von dem gleichen Typen übel mitgespielt wurde. Und irgendwie, ja, finden sie so Kontakt zueinander und gemeinsam malen sie sich aus, wie sie es denn anstellen würden, sich an ihm zu rächen, wie sie ihn, ja, loswerden wollen würden. Und dann passiert etwas, und zwar wird genau dieser Typ dann plötzlich ermordet aufgefunden und erscheint genau auf die Weise, ja, getötet worden zu sein, die die 4 Mädchen sich ausgemalt haben, was, ja, sie natürlich direkt zu den Hauptverdächtigen werden lässt. Die Frage ist dann natürlich, war es wirklich eine von ihnen oder war es jemand ganz anderes und woher wusste er von, ja, ihrer Liste, ihren Plänen? Klingt sehr, sehr spannend. Von Pretty Little Liars kenne ich ja nur die Serie. Ich habe die Bücher selbst nicht gelesen, ja, weil ich halt mit der Serie angefangen hatte und dann wusste, okay, die Bücher können mich jetzt eh nicht mehr fesseln und in der Serie komme ich schneller voran, als wenn ich jetzt alle Bücher lese. Und von daher ist es dabei geblieben, aber dieses Buch hat mich so wahnsinnig neugierig gemacht und ich wollte unbedingt mal was von der Autorin lesen, dass ich es unbedingt haben musste. Und als ich es bei Tauschticket entdeckt habe, musste ich auf jeden Fall zuschlagen. Und ja, ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Freue mich da wirklich sehr drauf und ja, hoffe, dass es mich genauso mitreißen kann wie Pretty Little Liars. Dann habe ich mir bei Büchertürne 2 Bücher der gleichen Autorin bestellt. Und zwar Solange die Nachtigall singt und Die Worte der Weißen Königin von Antonia Michaelis. Ich hatte von der Autorin ja mal Der Märchenerzähler gelesen und fand das Buch so genial, dass ich ja dann nach Amazon durchstöbert habe und mir sämtliche Bücher von Antonia Michaelis auf meinen Wunschzettel gepackt habe. Diese beiden habe ich dann bei Büchertürne entdeckt und das sind auch 2 von denen, die mich echt am meisten reizen. Und deswegen habe ich gerade am meisten gesagt. Weiß ich nicht, die mich am meisten reizen und von daher, ja, musste ich sie dann direkt in mein Paket dazu tun und mir bestellen. Ich bin auf beide schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht so genau mehr, worum es in den beiden Büchern geht. Ich finde, der Klappentext gibt da auch nicht so viel her. Hier geht es irgendwie um einen Jungen, der ein Mädchen trifft, das ihn dann irgendwie in den Wald mitnimmt, zu einer geheimnisvollen Hütte und dort passieren dann schreckliche Dinge. Und hier geht es um irgendeinen Jungen, oder einen Mann, jungen Mann, der seinem Leben so ein bisschen entkommen will und dann beschließt, nach Berlin zu gehen und dort die alte Dame zu suchen, die ihm damals, als er noch klein war, wundervolle Geschichten erzählt hat. Das Ganze ist hier auch recht dünn. Das ist dann schon von einem etwas größeren Umfang. Aber ja, ich bin auf beide schon sehr, sehr gespannt. Hoffe, dass sie mich genauso mitreißen können wie der Märchenerzähler und freue mich da echt schon wahnsinnig drauf. Dann wären wir auch schon beim nächsten Buch angekommen und das habe ich mir auch über Tauschticket ertauscht. Und das ist schon eine ganze Weile auf meinem Wunschzettel gewesen, weil ich von der Autorin nämlich schon was gelesen habe. Und zwar ist das Atemnot von Ilsa J. Bick und das ist ja auch die Autorin der Ashes-Reihe. Und die hat mir ja insgesamt wirklich gut gefallen. Es gab zwischendurch mal so ein... ja, einen schwächeren Band, aber insgesamt war die Reihe wirklich, wirklich toll. Und ja, da mir das so gefallen hat, dachte ich, mir muss ich von der Autorin natürlich auch noch was anderes lesen.
Deshalb habe ich mir Atemnot rausgesucht und auch hier gibt der Klappentext irgendwie nicht allzu viel her. Es ist auf jeden Fall, so wie das klingt, eine Geschichte, in der nicht so leicht zu unterscheiden ist, wer denn jetzt der Gute und wer der Böse ist. Ich glaube, es ist auch eine Art Liebesgeschichte, aber eine eher recht untypische. Und ja, ich lasse mich da, denke ich mal, einfach überraschen, was jetzt in der Geschichte so tatsächlich passiert. Bin da aber auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Das Ganze ist ein Einzelband, was auch mal wieder eine angenehme Abwechslung sein wird, denke ich. Und ja, ich hoffe, dass mich die Autorin hiermit ebenso überzeugen kann wie mit Ashes, obwohl die Geschichte ja in eine ganz andere Richtung geht. Oh Gott, es ist so warm hier. Ihr seht das nicht, weil ich es rausschneide, aber zwischen jedem Buch fächel ich mir mit dem nächsten Buch im Prinzip Luft zu, weil es einfach so warm ist. Wir haben heute, glaube ich, 33 Grad im Schatten und ich wohne unterm, also ich bin unterm Dach, habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Und ich habe schon die ganze Zeit das Rollo unten und so, damit hier nicht so viel warme Sonnenstrahlen reinkommen und es ist trotzdem, Hilfe, heiß. Ja, das nächste Buch ist von Arno Strobel, Schlusstakt. Auch das habe ich mir bei Büchertöne bestellt gehabt. Arno Strobel, von dem habe ich ja schon zwei Bücher gelesen, von seinen, ja, Erwachsenen. Thrillern, sag ich mal. Das ist ja eher ein Jugendbuch und die beiden Bücher, die ich von ihm bisher gelesen habe, konnten mich nicht hundertprozentig überzeugen. Sie waren schon interessant von der Geschichte her, aber sie waren mir irgendwie nicht spannend genug. Es gab nicht genug Nervenkitzel und das fehlte mir immer so ein bisschen. Ich werde noch weitere Bücher von ihm lesen, weil ich glaube, dieses dieser schwächere Nervenkitzel, den es in seinen Büchern gibt, das ist einfach so sein Stil. Und ich denke, wenn ich das jetzt weiß und auch so erwarte, dann können mir die anderen Bücher dann schon gefallen. Dann weiß ich, also weil ich ja dann weiß, ja, was mich erwartet. Ja, auf dieses Buch bin ich aber sehr neugierig, weil es, wie gesagt, eher ein Jugendbuch ist. Und ich bin mal gespannt, wie er sich da so anstellt. Hier geht es um eine Castingshow, deren letzte Runde auf einer Insel im Pazifik irgendwo stattfindet und unsere Protagonistin Vicky nimmt an dieser letzten Runde teil und dann passiert etwas ganz Schreckliches. Ihre Mitbewohnerin, eine andere Teilnehmerin des Castings, dieser Castingshow, wird plötzlich ermordet aufgefunden, was natürlich bedeutet, irgendwo unter ihnen auf dieser Insel läuft ein Mörder frei herum. Klingt sehr, sehr spannend. Die Meinungen sind, glaube ich, durchwachsen, was dieses Buch angeht, aber ich bin recht neugierig und da das Ganze nur etwas über 200 Seiten hat, wäre es, wenn es mir nicht so gut gefallen sollte, nicht allzu viel verschenkte Zeit. Von daher dachte ich, muss ich das auf jeden Fall mal lesen. Dann wären wir auch schon bei dem Rätsel-Exemplar angekommen, was ich diesen Monat bekommen habe. Und zwar ist das von Ulla Scheler, Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen. Ja, dieses Buch hatte ich angefragt, weil es einfach, ja, nach einer total interessanten Geschichte klang, nach etwas, was ich so ein bisschen aus der Masse vielleicht sogar abheben kann. Und ja, ich wollte es einfach unbedingt lesen und habe es deshalb angefragt und zum Glück auch bekommen. Hier geht es um Ben und Hannah, die beiden sind schon ewig beste Freunde, haben jetzt gerade ihr Abi in der Tasche und packen dann ihre Sachen und fahren an einen Strand, um den sich, ja, mysteriöse und dunkle Geschichten ranken. Dort verbringen sie eine schöne Zeit zu zweit und Hannah hofft, endlich hinter Bens Geheimnis zu kommen, weil er oft verzweifelt wirkt und irgendwie unberechenbar ist und sie weiß aber nicht warum. Doch ja, bevor sie dahinter kommen kann, passiert etwas Schreckliches, was diesen ganzen Ausflug in eine ganz andere Richtung treibt. Klingt sehr, sehr spannend, klingt sehr düster und geheimnisvoll und ich freue mich da wirklich schon sehr drauf, bin da sehr neugierig drauf und werde versuchen, das jetzt direkt im September zu lesen. Und dann gibt es natürlich eine Rezension davon. Auf das nächste Buch habe ich mich so wahnsinnig schon gefreut. Ich habe es vorbestellt. Ich musste es einfach direkt haben, weil der erste Teil mir so gut gefallen hat. Und zwar ist es von Amy Ewing, Das Juwel, die weiße Rose. Der zweite Teil der, ja, Das Juwel-Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es werden. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Ja, auf jeden Fall ist der jetzt gerade erschienen und ich hatte ihn vorbestellt und muss den unbedingt haben und werde ihn auch im September lesen, nämlich zusammen mit Clary Morgenstern. Falls ihr diese Bücher noch nicht kennt, hier geht es um, wie heißt sie doch gleich? Violet, genau. Die eine besondere Gabe hat, was dazu führt, dass sie in das Juwel der Stadt darf, sprich in den Palast und dort der Herzogin dienen soll. Sie darf also die Armut verlassen und im Reichtum leben und ja, kriegt im Prinzip alles, was sie will, doch als sie dann da ankommt bei der Herzogin, stellt sie fest, dass das alles gar nicht, ja, so toll ist, wie sie sich das erträumt hat und dass die Aufenthalt dort einen hohen Preis hat, denn sie soll der Herzogin ein Kind schenken. Ja, der erste Teil war, wie gesagt, richtig, richtig gut. Die Bücher sehen von außen so total mädchenhaft aus, aber im ersten Teil hat sich gezeigt, die ganze Geschichte ist schon an vielen Stellen brutal und grausam und es war einfach mega, mega spannend und das Ende war so gemein und von daher freue ich mich jetzt echt auf den zweiten Teil und darauf, ihn im September zu lesen. Übrigens finde ich, dass das Cover
wunderschön ist, das toppt das Cover des ersten Bands nochmal um Längen. Und diese Tropfen hier auf der Rose, wo sind sie da? Die kann man fühlen, wenn man da so drüber fasst. Und sowas finde ich immer richtig cool. Und ja, ich liebe das Cover. Dann wären wir wieder bei einem Buch, was ich mir bei Büchertürne bestellt hatte. Und zwar ist das von Manuela Martini, Die Rache der Insel, Band 2 und damit auch der letzte Band der Insel-Dilogie. Ja, hier geht es, beziehungsweise im ersten Teil geht es um, ich habe ihren Namen vergessen, Hanna. Okay, es geht um Hanna, die irgendwie einen Job auf einer Perlenfarm angenommen hat, auf irgendeiner verlassenen Insel, zusammen mit ihrer besten Freundin. Und die beiden freuen sich da wahnsinnig drauf und sind da total gespannt drauf. Sie stellen sich das halt vor wie das Paradies, Partys am Strand, der Ozean vor sich, wo sie jederzeit schwimmen gehen können und ja, nebenbei halt ein bisschen arbeiten. Als sie dann da ankommen, merken sie, dass das Ganze längst nicht so paradiesisch ist, wie sie sich das vorgestellt haben, denn auf dieser Insel passieren merkwürdige Dinge und Hanna hat irgendwann als einziges Ziel nur noch die Flucht, aber die ja, gestaltet sich als nicht so einfach wie erhofft. Sehr, sehr spannend gewesen, ein bisschen abgedreht und verrückt an einigen Stellen, aber wirklich gut und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich glaube, den ersten habe ich Anfang letzten Jahres gelesen, wenn mich nicht alles täuscht, also es ist schon eine Weile her. Ich habe die Geschichte dafür aber noch relativ gut im Kopf und ja, ich sollte deswegen, denke ich mal, schnell den zweiten Teil jetzt lesen, bevor dieses Wissen verschwindet und ich dann nicht mehr in die Geschichte reinkomme. Und ja, erstmal bin ich aber froh, ihn überhaupt hier zu haben. Auch das nächste Buch, ja, musste ich unbedingt haben, als es erschienen ist. Da habe ich mich auch wahnsinnig drauf gefreut. Und zwar ist es Book of Lies von Cherry Terry. Ja, musste ich erstmal haben, weil ich von der Autorin ja Gelöscht bisher gelesen habe. Wobei ich gestehen muss, dass ich Teil 2 und 3 immer noch nicht gelesen habe. Das wird jetzt echt Zeit. Aber ich habe von ihr ja auch Mind Games gelesen. Und sie hat mich mit beiden Büchern echt überzeugt. Wobei Mind Games, hatte so ein paar Schwächen. Aber insgesamt bin ich von der Autorin bisher begeistert. Sie hat so eine unterschwellige Art, Spannung zu erzeugen. Und das fand ich total genial. Und ich hoffe, dass es auch hier wieder so ist und dass mich dieses Buch auch überzeugen kann. Die Geschichte klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es geht um, wie hießen sie, Quinn und Piper, genau. Quinn und Piper, die Zwillinge sind, die sich aber noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Zum ersten Mal begegnen tun sie sich auf der Beerdigung ihrer Mutter. Und ja, das wirft natürlich einen Haufen Fragen auf. Warum sind sie getrennt aufgewachsen? Warum ist die eine gut behütet im Reichtum aufgewachsen und die andere bei ihrer Großmutter und wurde mehr oder weniger weggesperrt. Die beiden beginnen nachzuforschen und kommen dabei einer düsteren Prophezeiung auf die Spur, die sich um die ganze Familie dreht. Und ja, das Ganze klingt sehr, sehr spannend und ich freue mich da schon richtig drauf. Es klingt einfach nach einer richtig, richtig spannenden Geschichte und keine Ahnung, ich freue mich einfach nur drauf. Dann wären wir auch schon beim letzten Buch angelangt. Und zwar ist das nochmal eins, was ich bei Büchertürne bestellt hatte, nämlich von Sally Green, Half-Bat, Das Dunkle in mir. Hier geht es irgendwie um Hexen, es geht um einen Jungen, der sowohl eine gute, also eine gute und schlechte Seite hat. Seine Mutter, glaube ich, war eine weiße Hexe und sein Vater war ein schwarzer Hexer. Genau. Und das macht ihn halt zum Gejagten von beiden Seiten. Klingt sehr spannend. Ich finde es auch mal, glaube ich, ganz angenehm, dann mal wieder einen männlichen Protagonisten zu haben. Ich glaube, in letzter Zeit wurde ich von weiblichen Protagonisten überschwemmt. Ich weiß gar nicht, wenn ich mal so auf meine Liste gucke. Nö. Keine Ahnung, was mein letzter männlicher Protagonist war. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Von daher, ja, ich freue mich drauf. Bin sehr gespannt auf die Geschichte. Auch hier spalten sich die Meinungen ja ein bisschen. Was halt schade ist, ist, dass die Fortsetzung wohl nicht mehr übersetzt wird oder bisher zumindest nicht übersetzt wurde. Aber mal gucken, wenn mir das Buch gut gefallen sollte, werde ich vielleicht dann auch drüber nachdenken, je nachdem, wie das Ende aussieht, ob es ein fieser Cliffhanger ist oder nicht. Werde ich dann darüber nachdenken, ob ich die Fortsetzung nicht einfach auf Englisch lese. Das ist ja sowieso was ich jetzt eigentlich gerne mal probieren wollte, Bücher auf Englisch lesen, weil es auch tolle Bücher gibt, die nur auf Englisch bisher erschienen sind. Und aber irgendwie kann ich mich immer nicht dazu aufraffen, weil ich genau weiß, dass es länger dauert und anstrengender ist und man zwischendurch vielleicht mal nicht alles versteht und dann nachschlagen muss. Und ja, aber mal gucken, vielleicht kann ich mich ja doch noch irgendwie dazu überwinden. Ja, das waren sie auch schon, meine Neuzugänge aus dem August. Mehr werden es diesen Monat auch nicht werden, weil der Monat ist ja so gut wie gelaufen. Und ja, dafür kommen ja im September und auch im Oktober jetzt noch richtig tolle neue Bücher raus, auf die ich mich sehr freue. Und ich denke, ja, dann wird es vielleicht auch wieder mehr Neuzugänge geben, obwohl 10 Bücher sind ja schon viel. Aber ich muss sagen, dass mein Sub nicht gewachsen ist, weil ich in den letzten 2-3 Monaten auf jeden Fall ja ungefähr immer genauso viel gelesen wie gekauft habe. Auch diesen Monat war es so. 10 Bücher gekauft, aber ungefähr die gleiche Menge gelesen. Das werdet ihr dann im Monatsrückblick sehen. Auf jeden Fall
ist mein Sub nicht gewachsen und das ist ja schon mal was richtig Gutes. Ja, bevor ich jetzt vor Hitze hier zerfließe, beende ich dieses Video an dieser Stelle. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Bücher bei euch so neu eingezogen sind. Habt ihr auch euch gleich das Juwel gegriffen oder Book of Lies? Habt ihr eins der Bücher schon gelesen? Dann erzählt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, ja, viel Spaß beim Lesen und tschüss!